Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Manet. Das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Es sieht dir nicht ähnlich, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, Bayek. Und den feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte beschützt hat. Nun richtet alle Augen auf die Kriegerin, der die zwei... Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber... Sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos. Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waffscharen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal, doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Ihr Kampf währte schon 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sachmets Macht führt deine Hand.
Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Ich habe auf Sachmet gesetzt. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sei vorsichtig, Sachmets Onkel. Sachmets Macht führt deine Hand. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Warte, welcher ist Sachmet? Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Sachmets Macht führt deine Hand. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Sachmets Macht führt deine Hand. Erneut unterwerfen. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Seht, seine Waffe brennt Sachmet, mit dem Feuer der Sachmet. Kämpfe für das Leben. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Lass mich für dich kämpfen, Onkel Bayek. Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sachmets Macht führt deine Hand. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu. Wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts.